Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem geilen Skin Battle Make America Great Again. Und zwar spielen wir oben die ganzen amerikanischen Skins. Ich selbst darf die Freiheitsstatue spielen mit Bird of Prey Anivia, Minuteman Gangplank, der wunderbaren Moderatorin Janna und Onkel Rice mit seinem amerikanischen Outfit höchstpersönlich. Wir spielen natürlich, wie kann das anders sein, gegen Mexiko. Mit Desperado Cassiopeia, Bandito Fiddlesticks, El Leon Gna, Matador Alistar und El Rajo Volibear. Ja, das ist ja, Thema ist ja jetzt relativ aktuell. Ich habe erst überlegt, in diesem Skin Battle die Champions zu nehmen, die Wände haben, ne, wegen Mauer und so. Mit Braum, Talia, Yasuo, vielleicht irgendwie solche Geschichten. Aber letztendlich Skin Battles finde ich so schöner, so ist es vielleicht auch nicht ganz so zu krass abgedroschen. Und deswegen haben wir hier ein schönes Länder-Skin-Battle. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch gerne sehen wollt für Skin-Battles, was ihr so für Ideen habt. Und hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Video. Mit dabei ist meine Freundin. Sie spielt Onkel Rice first time. Sie sitzt hier auch links und ja, sie hat sich angeboten mit diesem Skin. Hat mir aber verschwiegen, dass sie Rice noch nie gespielt hat. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze gut geht. Letztendlich will ich mit Kato sowieso nur farm, farm, farm. Oh, ist das nicht schön? Guck ich die Skins an. Amerika! Praise America! Ah, ist das schön. Wundervoll. Okay. Ich fände es eigentlich cool, wenn Riot generell Skins passend zu Ländern machen würde. So, also Amerika haben wir schon, Mexiko kriegen wir auch zusammen, aber keine Ahnung, wenn da noch so Holland wäre, Germany, verschiedene Länder, die von mir aus die Türkei, also das wäre eigentlich meiner Meinung nach ziemlich cool. Ich schreibe mal kein Invade, please. Sind semi-AFK. Meine Freundin läuft in der Wohnung rum. Läuft bei ihr. Oh man. Wenn ihr auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Wenn ihr Bock habt, meine Freunde auszuchecken, schaut auch auf ihrem Kanal vorbei. Der Link wird in der Beschreibung hängen. Katos habe ich auch etwas länger nicht gespielt, ist aber meiner Meinung nach ein sehr cooler Midlane-Champion. Ich muss gegen Cassio ran. Wünscht mir Glück, das Ganze wird schon passen. Die Gegner haben 1, 2, 3 potenzielle Tank-Champions und wir haben 1, 2, 3 Champions mit Fähigkeitsstärke. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Gegner relativ viel AP bauen werden. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, so viel Damage wie möglich zu machen. Das Coole ist, Cassio will ihre Q machen und ich natürlich auch. Oh, sie brennt. Oh nein, es tut echt gar nicht so wenig weh. Fast reingelaufen. Und nochmal! Guckt euch das mal an hier! Ne? Und nochmal! Was ist denn da los? Dodgen ist nicht, oder was? Oh mein Gott, das ist fast. Also, dass es so startet. Das habe ich nicht erwartet, ne? Ich weiß nicht, hat die Cassio wahrscheinlich die E geskillt? Habe ich hier endlich den Cassio-Counter confirmed? Und es trifft wieder. Und vor allem, ich habe Deathfire Touch mit. Ihr seht schon, wie sie brennt. So, jetzt habe ich meine E nochmal geskippt. Ja, sie will den Minion haben. Jetzt muss ich selber auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich auch gleichzeitig auch noch auf die CS konzentriere. Das ist echt cool, wie sie, sag ich mal, nur halbwegs farmen kann. Das Ganze geht auch so ein bisschen auf die Mana. Mutig, und ich wusste es, dass es schief geht, den Cannon Minion via Auto-Attack zu. Oh mein Gott, sie hat fast keine Mana mehr. Sie hat generell gar nichts mehr da. Oh shit. Da kommt der Bandito für das Dings. Was für ein Bandito? Ich bin safe, ich habe rausgeflasht. Der gute Bandito. Der Fiddlesticks ist noch nicht 6, deswegen. Oh mein Gott, es hat nochmal gehittet. Da ist er. Na, das smitet er. Gut, dass er es gemacht hat, sonst wäre er wahrscheinlich RIP gewesen. Das Game auf jeden Fall schon mal. Mexiko wehrt sich, ne, gegen die Amerikaner protestieren.
Aber letztendlich sitzen wir hier am längeren Hebel. Wir haben den mächtigsten Mann der Welt auf unserer Seite. Und ich glaube, ich gehe shoppen. Ich riskiere mal mit Katus dieses... Oh, da ist der Bandito für das Six. Minuteman Gangplank. Unser bester Mann an der Front. Ja, das geht, guck mal. Man kann mit Katus auf Kosten von Manern... Kann man ruhig... schon mal auch ein Camp nebenbei machen. So. Damit habe ich zumindest meinen CS erstmal ein bisschen aufstocken können. Was hat sich Cassio gekauft? Das ist auch super geil, dass die Cassio trotz dem ersten Recall nicht geschafft hat, ihre Träne zu kaufen. Das macht Ryze super gerne, das macht auch Cassio halt super gerne. Den nächsten Canamine, den ich nicht bekomme. Ich glaube sogar als Katus sollte ich mir Träne gleich holen. Hast du jetzt schon wieder keine Mana mehr? Das ist auch der Grund, warum man da eine Träne braucht. Alle drei Minions auf einen Streich und jetzt! So, puh! Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Er hat keine Mana mehr. Ich kann mich selbst von dem Gift jetzt mal treffen lassen. Katus ist auf der Lane echt sehr stark. Level 6! Ist schon jemand low? Schatz, wenn jemand low ist, sag Bescheid, ne? Dann sag Katus! Jetzt kann niemand sagen, von wegen, wäre doch nur ein Katus im Team. Ja, Botlane. Ich ziehe sie einfach! In der Hoffnung, dass ich irgendwas kriege. Am Ende klappt es eh nicht. Aber wenigstens habe ich das schon gesehen. Flash und Heal rausbekommen. Und der Cooldown, er läuft einfach. So, Papa geht einkaufen, 47 CS, haben wieder ein bisschen was gut gemacht. Vor allem hat es wahrscheinlich auch die Kassel noch mal ein bisschen weggeschreckt. Die muss jetzt auf ihren 15 CS erstmal sitzen bleiben. Jetzt die Frage, Catalyst, direkt Damage, direkten Void Staff rushen, doch die Träne bauen. Mal gucken. Catalyst klingt eigentlich schon mal ganz gut. 160 Sekunden auf der Ulti, das ist natürlich ein bisschen läuft. Minuteman Gangplank gegen den Wrestler El Racho. Volibear, das sieht glaube ich auch okay aus. Volibear, ja, 17 CS, hat aber auch am Anfang einen kleinen Gank kassiert und oh mein Gott, ich habe gerade mit der E den Minus bekommen. Kennt ihr den? Es reicht! Nein! No way! Die Minions und auch mein Deathman's Plate flog noch und damit hat Cassio beide Sums verloren. Well played Gangplank. Amerika hält zusammen. Man kann wirklich in dieses Land sagen, was man will, aber sie halten zusammen. Sind die am Drake? Nobody knows. Ich glaube, ich gehe mal hin und checke das aus. Im schlimmsten Fall sterbe ich. Hier ist ein Pinkwort, den nehme ich gleich mit. Erstmal kurz gucken. Nee. Okay. Das Gute ist an der Knospe, viele unterschätzen das. Du kannst auch deine Mana damit wieder aufladen. Und das tut der Cassio weh. Das erste Gold, was sie wirklich nutzen kann, ging auf den Pinkwort drauf. Der Pinkwort, ja, der hat nicht lange gehalten. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir die Cassiopeia killen mit der Ultimate. Aber es hat gut funktioniert. Die fehlt gerade. Keine Ahnung, wo die hin ist. Da. Holy shit. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Ich bin so gefährlich für die. Kann sagen, ich könnte noch, glaube ich, rausflashen. Okay. Ich bin blind. Ich habe das Geräusch gehört und ich wurde auch von meinem Team weggepinkt, aber ich habe es irgendwie, keine Ahnung, verrafft.
Darf ich. Ne, nimm du den Blue. Nimm du den Blue, weil ich glaube, Rice ohne Blue geht gar nicht. Wenn du dann irgendwann die Träne hast, dann kann ich den Blue haben, also. Fair glaubt auch, dass ich niemals den Blue abgegeben hätte, nur weil es meine Freundin ist. Nein, es ist wirklich. Rice braucht den Blue einfach. Was ich jetzt brauche, ehrlich gesagt, ist. Nicht mehr viel, denn ich habe gleich meinen Stab. Oh, du willst ganken, sagst du? Okay, ich komme. Ich bin zwar schon geschwächt. Es müsste reichen mit meiner Ulti. Vorsicht, du stirbst, oder? Nice! Und der Gangpang! Und noch eine Q! Und ich treffe nicht! Und ich habe keine Mana mehr! Gangplank kriegt es! Oh. Ich würde sagen, das ist eine glatte Rasu. Jetzt muss ich aber ganz dringend zurück. Einzige Lane, die glaube ich leicht Probleme hat, ist Botlane, oder? Oh, lauf! Ich kann nichts machen. Nicht schlecht soweit. Erst einmal Ryze im Jungle auch noch. Läuft. Wie fühlt er sich an, der Ryze? Katastrophal. Ich verstehe das eh und das Klo immer noch. Also, wenn du E machst, markierst du ein Minion. Ja. Wenn du nochmal E machst, verbreitet sich die Markierung. Wenn ich das auf das markierte Minion mache. Genau. Also zweimal E, dann verbreitet sich das. Ja. Also einmal ihr zu markieren und dann zweite Mal eh auf die dieses markierte Minion. Und je nachdem, was du nach deiner ersten E machst, wird die eine weitere Fähigkeit verstärkt. Also Q mehr Damage, W. Jetzt versteht sie es. Jetzt weiß ich, was Ryze macht. Und dein Q macht dann auch an allen Zielen Schaden, die markiert sind. Also am besten zwei, bei so Kleincamps zweimal E, dann Q. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das aus! Da ist der Bandito! Ich hab Exhaust! Ein bisschen Damage müsste ich noch durchkriegen! Ja! Der Bandito für den Sticks! Nicht in meiner Stadt! Oh, sie hat kein Ulti, aber. So am Tower. Nicht in meiner Stadt. Nicht wenn die Freiheitsstatue, solange sie noch steht. Okay. Ich glaube, ich baue Boots. Brauche ich Boots? Ich brauche eigentlich keine Boots. Im Gegenteil, ich glaube, ich mache so eine Art Full AP-Build. Mit einer Träne vielleicht. Also ich brauche gar kein Blue mehr. Du kannst alle Blues haben, Schatz. Ich habe jetzt alle Mana-Items. Normalerweise bauen Karthus-Spieler keine Träne mehr, weil das zu sehr den Power Spike verzögert. Viel effektiver wäre jetzt ein Void Staff, dann ein Rabidons, von mir aus noch ein Ludens oder ein Realize oder ein Liandris oder beides. Gibt so viel, was du bauen kannst im Prinzip. Oh, Cassio fehlt, ich habe nichts gesagt. Botlane geht deep. Ja, die Wall ist noch etwas klein. Meine Ulti ist ab. Alter, seht ihr diesen Damage? Ach du. Warte mal. Oh mein Gott, das reicht schon! Feels so good! Booyaka, dreimal die Q und dann sowas. Vielleicht kriege ich Botlane sogar auch noch was mit. Jetzt bin ich noch ein. Oh, Botlane fightet extrem. Vielleicht kann ich der Anive noch helfen. Sie hat wahrscheinlich hier Ei. Das wäre gut für mich, wenn sie ihr Ei hat. Aber der Alistar ist verlangsamt. Den kriege ich wahrscheinlich nicht. Und ja, das gute alte Ei von Anive.
Mach Drake, please. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil es ist ein Inferno Drake. Wollen wir Drachen machen? Schatz? Bist du dabei? Hast du Smite? Nice Wall von Anivia. Guck mal, das sind auch ein paar Wände, ne? Jetzt kommt die nächste Wall. Also eigentlich Anivia-Karte hat auch was mit Wänden zu tun. Mexiko bleibt draußen! Also natürlich, ich persönlich finde diesen... den Bau von der Mauer sehr fragwürdig. Also... also im Prinzip extremer Bullshit. Deswegen müsst ihr auch dieses Gameplay hier natürlich mit einem gewissen Humor sehen, wenn ich sowas sage. Ja. Mavis versteht sich das von selbst, aber ich denke mir mal, lieber sage ich das, denn es gibt immer diesen einen oder anderen Spezialisten, der dann, dem dann irgendwie zu sehr auf die Füße getreten wurde, der einen schlechten Tag hatte, I don't know. Okay, Minions sind geklärt. 5-1, wir können wieder etwas Schönes einkaufen. Trotzdem fühlt es sich noch nicht so an, als ob wir es mega snowballen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn die Gegner erstmal ein bisschen Tankiness bekommen. Aber es ist schon mal nicht schlecht, dass wir Cassio, den einer der höchsten DPS-Champions, klein halten können. Cassio mit 6 Items, da geht fast nichts drüber. Und Botlane ist kontinuierlich am Fighten. Es ist tatsächlich nicht leicht für die. Glaube ich auch. Anivia hat gegen Tanks auch nur, sag ich mal, recht mäßigen Damage. Nice. 2 Qs reichen für die Caster Minions. Der große Stab tut also gut. Sie steht weit hin. Ich muss ehrlich gesagt aufpassen vor dem El Bandito. Es kann sein, dass der Bandito hier gleich wieder ultiert. Ich habe zwar meine Thumbs up. Die lilane Pfütze von Cassius raus. Das heißt eigentlich für mich, dass ich rein kann. Na, leider nicht getroffen. Ich habe mich auch immer mal wieder kurz umgedreht, für den Fall, dass sie ihre Ulti macht. Quasi um den... Eigentlich ist die ein... Oh, das ist der Bandito! Feels so sad! Ist das ein Double? Ich glaube, für Cassio reicht's nicht. Ja, Mann! Und Botlane oder Toplane kriegen noch einen Support. Ohne Scheiß, Katus ist ein richtiger Assi. Der Damage ist real. Auch eine super Idee, dass der Flistix nicht sich noch schnell heilen wollte. Und die Cassio hat keine Magieresistenz. Das hat man schon bei den Qs gemerkt, deswegen hat es auch so viel Damage gemacht. Erster Tower müsste an mich gehen. Und die Freiheitsstatue, die dominiert extrem. Woody schreibt, Mike, was ist falsch mit deinem Damage? Ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall da. Katus ist im Prinzip ein sehr geiler Champion. Ich weiß nicht, ob Riot da ein kleines Rework braucht oder was diesem Helden fehlt. Ich persönlich finde Katus extrem funny. Ich glaube, ein Problem von Katus ist... sind die jetzigen Items, die es gibt. Edge of Night blockt einfach Katus direkt weg. Also wenn da ein ADC Edge of Night benutzt, ist das schon ziemlich assi. Stundenglas, Banshees, dann haben die Supporter noch Locket und Redemption. Also es gibt einfach so viele Items. Von den Champions her finde ich Katus enorm. Da gibt es nicht so die ultra krassen Counter, meiner Meinung nach. Ich habe schon viele Katus gesehen, die in der Midlane super effektiv waren. Ich glaube, es sind wirklich die Items, die Katus nicht erlauben, in der Meta zu sein. Ich sneak mich. Hier müsste irgendwo. Da war ja doch der Felix. Läuft schon weg. Der wird noch die Minions bestimmt haben wollen, ne? Ich sehe schon, die Dings fighten noch.
Ah, da flasht er direkt. What? Was ist das für ein Ulti? Ich nehm sie! Woo! Wer hat den Outtake gecancelt? Die Eule prallt ab. Na, Cassio muss den lang. Ich bin jetzt auch so fett, also ihr merkt schon, ich zolle niemandem mehr Respekt. Das ist genau wie die Amerikaner, ne? So muss das gemacht werden. Einfach das, was du machen willst, setz es um. Ich will jetzt einfach Gegner zerstören, deswegen mach ich das. So. Oh, Botlane wird engaged. Aniva gegen zwei. Mega nice. Die sind auch hier ist der Fiddlesticks. Schatz, kannst du mithalten? Nice. Ich will nur so ein bisschen hier kurz der Botlane aushelfen. Mit Aniva zusammen auspushen. Oh, wenn Janna den Steal. Ne. Okay, schade. Drachen 10 Sekunden. Das ist wieder ein Infernal Drake, Schatz. Ich starte einfach. Vor allem zwei Infernal Drakes bei einem gefeedeten Katos. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Ich lasse an ihn mal so ein bisschen. Oh, Schatz, hast du einen Smite? Nice. Das kann sie. Hab ich? Dominating. Hier ist noch der Volume. Schön Ultimate, die nehmen wir. Volibear will kämpfen. Er will stehen bleiben. Oh, guck dir mal den Gangplank an. Ja, die guten alten Wards. Ja, der gankt mir sich schon den Fiddlesticks natürlich. Also das ist hier wirklich eine extreme Rasur. Richtig krasser Snowball. Die Gegner haben übrigens drei Goldspieler, also auch welche, die tatsächlich spielen können. Also ich habe denen jetzt nicht irgendwie fünf Bronzespieler gegeben oder so. Es ist halt einfach, ihr seht es selbst, ne? Ich habe mit Katos jetzt auch nicht erwartet, dass ich auf Level 1 die Cassio so zurückdränge, dass sie quasi schon gar nicht mehr farmen kann. Da eine wunderschöne Reihe an Kills und dann ist halt auch, dann ist jeder raus aus dem Spiel. So, dann fahren wir noch ganz kurz diese Wave. Und gehen back. Ja, Volibear, bevor er mich cancelt. Diese Wand von Katos, ne? Die ist auch so riesig. Also ist ja Anivias Level 5 Wand. Ist gerade mal so groß. Ich glaube, ich baue einen Void Staff. Dann werden die sich richtig über mein Damage ärgern. Als nächstes hole ich einen Rabadons. Wie weit ist mein Stab? Der ist auch schon so gut wie voll. Bevor ich das nächste Mal meine Ulti mache, muss ich noch ganz schnell ein bisschen powern und auf Level 16 aufstocken. Weil ich glaube, meine Ulti alleine müsste Fiddlesticks dann fast 70% der Leben reißen. Ihr habt richtig gehört. 70%. Scheiße. Ey, Minuteman Gangplank, don't do this to me. Ich hab noch keine Ulti. Pushen wir einfach top. Sind sie low? Nicht wirklich. Okay. Den überlasse ich dir. Ich muss schnell Level 16 machen, damit ich gleich meine Ulti machen kann. Fiddlesticks, ich warte, dass er. Oh mein Gott! Alistar ist schon bereits tot? Fuck, ich brauche noch ein oder zwei Waves. Immer noch nicht! Okay, die Midwave, dann bin ich 16.
Nein! Ist das hier die Provokation? Okay, ich bin Level 16. Ich kann mir sogar einen nächsten großen Stab holen. Ich glaube, das mache ich sogar, damit meine nächste Ultimate richtig reinbrettert. Das ist auch genau das, was ich den Leuten aber am Anfang in meinem Spiel gesagt habe. Versucht im Early richtig krass zu snowballen, weil wir im Late Game wenig Chancen wahrscheinlich haben werden, wenn Genar und Wolibear ihre Magieresistenz gestackt haben. Die sehen aber nicht so aus, als ob sie auf Magieresistenz gerade gehen. Hier Rüstung, Fiddlesticks, okay, Sonjas. Also das ist auch der Grund, warum die von mir so ultra hart kassieren. Na, Gangplank, etwas früh die Ulti. Aber ich bin kurz davor, meine Ulti zu drücken. Denkt dran, Level 3. Okay, ich mache jetzt den Damage einfach. Die chasen da. Da komme ich nicht. Oh, jetzt kommt der. Selbst wenn ich sterbe, ich nehme sie mit. Und jetzt. Na, wie viele gibt es? Krieg ich den Fiddlesticks? Ja! Habt ihr das gesehen? Das ist ein clean Ace. Der Fiddlesticks hatte, glaube ich, 60% Leben und er hat nur meine Ulti. Hat gereicht, um ihn zu killen. Sowas nenne ich Worth. Ich hätte meinen Stab noch einsetzen können, um das Ganze noch spannender zu gestalten. Ich würde sagen, make America great again. Da, der Fiddlesticks schreibt's noch. Ich kann gerade nichts verkaufen, deswegen lasse ich das mal so. Und du hast einen Triple Kill gemacht. Rise first time ist, also ich würde sagen, Rise easy to play. Kann ich jedem empfehlen. Aber wie man das direkt merkt, dass du plötzlich verstehst, wie EQ funktioniert. Boah. Das Gameplay sieht direkt ganz anders aus. Ich habe die ganze Zeit E und dann Q direkt instant gemacht und deswegen habe ich 0 AOE gehabt und das war schrecklich. Wobei der AOE kommt dann trotzdem, wenn du mit Q etwas killst bei EQ. Schatz, wollen wir Baron machen? Gangplank tobt sich aus. 1v4! Die Mexikaner schaffen es nicht mehr zu viert, ey. So sad. Guck dir den Damage an. Anivia auch noch mit ihrem Burst Damage. Rise. Kann sie smiten jetzt? Oh mein Gott, das war knapp. Zum Glück war hier kein Jungler. Die wollen mich, aber ich bin der Falsche! Wenn sie mich fokussen, dann sieht das nicht gut aus für die. Oh, aber die Anivia will mich. Nein! Scheiße. Die Freiheitsstatue hat sich aufgelöst. Okay, Jana, die Moderatorin aus irgendeinem RNG-Channel. Live aus Amerika. Es ist frostig. Anivia setzt die Ulti ein. Jetzt kommt das Redemption. Geht er rein? Okay, nicht rein. Ist nicht schlimm. Oh, der Bandito! Ehrlich gesagt gefällt mir Bandito fast am meisten von den mexikanischen Skins. Einfach vom Namen her. Lol, die Anivia. Sie recoilt. Aber Gangplank ist da. Der Minuteman. Immer an der Front. Steht für Amerika. Papa hat seinen Rabidons und seine Ulti. Ganz ehrlich, ich habe Bock, fast aus Protest eine Ulti auf Fiddlesticks zu machen. Wo ist der? Ah, Phil hat seinen Sonjas. Da muss ich. Oder hat er es gerade benutzt im Fight? Nee, ne? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der hat das jetzt fertig gekauft. Achso, Blue Buff kannst du haben oder brauchst du ihn? Du hast keine Träne gebaut? Doch, klar. Warum sehe ich die nicht? Ach, da hinten, okay. My bad. Oh mein Gott, guckt euch den Fiddlesticks an. Er hat keine Magieresistenz und 1200 Leben. Meine Ulti macht. Meine Ulti alleine könnte ihn fast killen. Ich würde so gerne versuchen. Aber es wäre ein Waste, wenn er jetzt Stundenglas ab hat. Er ist auch noch Level 12. Oh mein Gott, ich. Scheiß drauf, ich Ulti jetzt. Es wird ein Double Sonjas geben. Ich wette, ich kann schwören, dass da hinten
Fiddlesticks und Cassio beide ihre Sonjas gedrückt. Ja, die haben auch beide kein Leben verloren. Oh, einfach rein, oder was? Oh, Karthus Triple Kill! Mein Panther, lasst es! Lasst es sein! Quadra, wo ist da jemand? Oh mein Gott. Man kann klar erkennen, dass die amerikanischen Skins stärker sind. Er hat das geschrieben, der Gnar. Das wird, glaube ich, jetzt... Kann das schon ein Win sein? Weiß es nicht. Holt auf jeden Fall schon mal den Tower. Ich würde den nächsten auch noch holen. Wir haben ja noch den Baron Buff. Alter, der Damage. Oh, hier rein? Ich konnte nicht mal meinen Assist kriegen! Und ich würde sagen, America! Ja, Mann, die Freiheitsstatue kriegt 50 Gold! Eindeutig, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nehmt das Ganze mit ein bisschen Humor. Schaut auf dem Kanal von meiner Freundin vorbei. Schreibt mir sonst in die Kommentare, was ihr gerne noch für Skin- oder Themen-Battles haben wollen würdet. Ihr seht hier nochmal den Damage-Graph, das hat auf jeden Fall reingezwiebelt. Danke fürs Zuschauen, danke an alle fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut.